ja keine Ahnung, wie oft ich jetzt diese Treppe hoch und runter gelaufen bin. So, ich bin gerade auf dem Weg, wo bin ich eigentlich gerade auf dem Weg? Zu einem Möbelhaus. Meine Mutter hat in diesem Möbelhaus vor einigen Wochen einen Esstisch gekauft. Und diesen Esstisch, den wollte ich jetzt abholen fahren. Das bedeutet, der passt jetzt nicht in dieses Auto rein, sondern ich werde da hinfahren. Wir haben so einen Bulli da, den haben die da wohl stehen, irgendeinen Transporter. Und in diesen Transporter wird dann dieser Tisch eingeladen. Moment, ich muss noch kurz schalten. Das bedeutet, ich fahre jetzt dahin, hole den Transporter mit dem Tisch ab, fahre zurück, wir laden das Ganze aus und dann geht's wieder zurück mein Auto hier abholen. Schaut euch mal dieses Hammerwetter an, was draußen ist. Es täuscht aber, draußen sind momentan, wird mir angezeigt, 3 Grad. Es ist so kalt, aber man merkt schon so ein bisschen, dass Frühling kommt, aber er ist halt noch nicht ganz da. Leider, leider. Ich bin jetzt angekommen. Und dieser Transporter steht da vorne und das ist ehrlich gesagt das größte Auto, was ich jemals fahren werde, wenn da das ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich überhaupt so einen Führerschein habe, dass ich damit fahren darf. Ich bin mal gespannt. Ich gehe mal rein. Ich habe meinen Personalausweis vergessen. Ich hoffe, ich habe ihn im Auto. Ich habe keine Lust, nochmal zurückzufahren. Well! Großes Fahrzeug. Ich glaube, ich bin noch nie so ein Fahrzeug gefahren, was so groß ist. Aber ich werde das auch irgendwie schaffen. Okay. Ja, let's give it a try, würde ich sagen. Also über den Parkplatz komme ich schon mal gut. Ich stehe hier wieder an der Ampel. Ich muss jetzt mal, also von diesem Parkplatz runter kommt man an so einer Ampel vorbei hier. Und die ist jetzt schon wieder rot. Warte, ich sollte glaube ich vielleicht mal Licht anmachen, ne? Ja, so. So, ich fahre jetzt mal. Ich konzentriere mich mal jetzt aufs Fahren. Ne? So, das war kurz und schmerzlos. Ich bin jetzt hier angekommen. Wir haben das eben ausgeladen. Ihr habt ja schon bemerkt, dass ich so komische Pflaster im Nacken habe. Dazu erzähle ich später was. Ich fahre jetzt erstmal zurück, bringe den Transporter weg, fahre mit meinem Auto wieder zurück. Ich denke mal so, in einer Stunde sollte ich wieder zu Hause sein. So, wie unschwer zu erkennen ist, ist das jetzt das gewesen. Ich habe jetzt den Transporter zurückgebracht und der Typ, von dem ich diesen Transporter ausgeliehen habe, hat gesagt, hier vorne ist irgendwo ein Briefkasten und ich soll dann einfach den Schlüssel da reinschmeißen. So, da ist er. Einwurf. Oh mein Gott, es ist kalt. Es ist noch kälter geworden. Wir haben jetzt, glaube ich, -2 Grad. Bye bye, Bulli, Transporter, LKW, Fahrzeug. Und jetzt habe ich auch das Mikrofon an. So, ich bin jetzt wieder zurück zu Hause. Das hat alles ganz gut geklappt. Ich möchte eigentlich jetzt ganz gerne auf was anderes eingehen. Und zwar ist diese Woche ganz viel los. Am Ende dieser Woche, am Freitag und Samstagabend, haben wir 2 Auftritte zu tanzen. An sich erstmal kein Problem. Wenn da nicht noch so 2-3 Sachen wären. Erstens, wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, ich habe im Nacken 2 Pflaster kleben. Ich zeige euch die nochmal. Und zwar ist da nichts Wildes. Ich habe mir da 2 Muttermale entfernen lassen. Was allerdings ein bisschen wild ist, ist, dass das genäht werden musste und ich deshalb jetzt auf Sport verzichten muss, was allerdings den Druck jetzt auch wieder erhöht, wenn man den Blick auf das Wochenende jetzt hat. Also sprich auf die ganzen Auftritte. Die Auftritte, die müssen natürlich gut sein. Die müssen wir natürlich gut eintrainieren, die müssen natürlich super gut klappen.
Und dafür muss man üben. Dieses Üben können wir leider nicht so machen, wie wir das gerne wollen, wegen den Nähten im Nacken. Ich darf Sport machen, ich darf allerdings nicht schwitzen. Ja, und jetzt tanz mal ohne zu schwitzen. Das gehört einfach dazu, wie wir am Ende der Woche das Ganze lösen werden, zeige ich euch auf jeden Fall noch. Die zweite Sache ist, vor dem Entfernen der beiden Muttermale habe ich mir die Weisheitszähne rausnehmen lassen. Ich hatte wirklich so ein Gesicht und als die draußen waren, konnte ich natürlich auch keinen Sport machen. Das war auf jeden Fall eine schmerzvolle Geschichte. Ich möchte gar nicht so lange darüber erzählen, wie das für mich gewesen ist. Ich möchte eher die Erfahrungen, die ich in dieser Zeit nach dieser OP und auch vor der Weisheitszahn-OP gemacht habe, möchte ich eigentlich ganz gerne umwandeln und für euch etwas Brauchbares daraus machen. Deshalb geht es jetzt darum, wie kann ich mich am besten auf eine Weisheitszahn-OP vorbereiten, damit die Zeit danach nicht unbedingt so qualvoll ist, wie es meine vielleicht ein bisschen war. Es gibt natürlich auch Leute, denen diese Weisheitszahn-OP überhaupt nichts anhaben kann. Die stecken das eigentlich ganz gut weg. Ich bin kein Arzt. Alles, was ich sage, ist, wie gesagt, aus meiner Erfahrung. Wenn der Arzt euch irgendwas anderes sagt, befolgt um Himmels Willen die Meinung des Arztes. Ich möchte euch, wie gesagt, nur helfen. Ich aus meiner Ingenieurs-Patientensicht. So, ich habe 5 Sachen, mit denen ich euch gerne darauf vorbereiten möchte. Die erste Sache, mit der man anfangen sollte, sich auf diese OP vorzubereiten, passiert im Kopf. Macht euch klar, ihr könnt die nächsten Tage nach der OP nicht das Haus verlassen. Ihr seid komplett eingeschränkt in allem, was ihr macht. Ihr könnt nichts Vernünftiges essen, ihr könnt nur bedingt trinken. Ihr könnt auf jeden Fall euch nicht viel bewegen. Macht euch das klar, trefft Vorbereitung für diesen Umstand, den ihr dann haben werdet. Weil wie gesagt, ihr werdet auf jeden Fall erstmal flach liegen. Die zweite Sache, um die es geht, ist natürlich eine sehr wichtige. Es geht ums Essen. Ihr müsst irgendwie Nahrung zu euch nehmen. Der Körper braucht Energie, um das Ganze heilen zu lassen. Deswegen seht zu, dass ihr den Körper mit Nahrung versorgt. Ganz oben drüber steht jetzt Milchprodukte meiden. Mir wurde das ganz oft gesagt, Milchprodukte auf jeden Fall meiden und nicht zu sich nehmen. Man möchte nicht, dass das irgendwie sich das alles entzündet. Einige sagen so, man kann Milchprodukte essen, wenn es einem hilft. Andere sagen, ja, lieber Finger davon lassen. Ich habe es nicht riskiert, ich habe keine Milchprodukte zu mir genommen. Ich wollte nicht, dass irgendetwas in die Quere kommt, damit sich das noch entzündet. So schlimm es auch schon sowieso war. Aus diesem Grund gebe ich das so weiter. Milchprodukte kann ich nicht so sagen. Meidet es einfach. Man kann auch wunderbar ohne Milchprodukte die Tage nach der OP durchhalten. Aus diesem Grund Milchprodukte. Was jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen wird, aber das hier geht auf jeden Fall richtig gut. Das ist Babynahrung. Einfach simple Babynahrung, man geht einfach in irgendeinen Supermarkt, die haben dort alle Nahrung fürs Baby und davon nimmt man sich einfach ein paar Gläser raus. Da gibt es sehr, sehr leckere, ich habe jetzt in der Hand ganz zufällig Himbeere in Apfel, schmeckt sehr gut, ist einfach klein gemachtes Essen, kann man sehr, sehr gut essen. Was nicht geht, Strohhalme. Strohhalme sind nicht so gut geeignet, weil man im Mund keinen Unterdruck aufbauen kann. Man braucht den Unterdruck, um Sachen durch den Strohhalm anzusaugen und weil man einfach Wunden im Mund drin hat, geht das nicht, beziehungsweise man kann es machen, tut aber natürlich sehr, sehr weh. Ich habe mir extra für die Zeit nach der OP diese ganzen Packen Strohhalme gekauft, konnte ich alle nicht benutzen, ich muss sie jetzt für was anderes benutzen, gut, gibt Schlimmeres, aber für die Nahrungsaufnahme oder Getränkeaufnahme sind Strohhalme nach der Operation auf jeden Fall nicht geeignet. Man kann wunderbar mit Kartoffelpüree arbeiten, mit Tütensuppen, so Buchstabensuppe, geht auch ganz gut. Das muss man auch nicht kauen, das kann man direkt runterschlucken. Später, wenn man dann den Mund ein bisschen weiter aufkriegt, kann ich Eier sehr empfehlen. So ein bisschen Rührei, nicht ganz so fest, immer noch ein bisschen weich. Einfach mit einem kleinen Löffel zu sich nehmen, ist richtig gut. Das war für mich eine sehr gute Abwechslung, weil ich einfach diese Babynahrung irgendwann nicht mehr sehen konnte. Wenn man den Mund weit genug aufbekommt, tut es auch sehr, sehr gut, mal einen Eiswürfel zu lutschen. Also wirklich einfach einen Mund tun und von innen an die Wange halten. Es bewirkt wirklich wahre Wunder. Es tut einem so gut, weil einfach alles so geschwollen ist, alles so warm ist. Und mit diesen Eiswürfeln im Mund wirkt man dem Ganzen ein bisschen entgegen. So, Achtung, noch eine kleine Sache. Wassereis ist der Himmel auf Erden.
Ich schwöre euch, wenn ihr nach 3 Tagen mit geschwollenem Gesicht, Schmerzmittel und man hat die ganze Zeit diesen Blutgeschmack und man kann diese Babynahrung nicht mehr sehen und so, wenn ihr die 3 Tage hinter euch habt, ja, und dann Wassereis einfach klein gebrochen, in kleine Stücke, dass man das mit einem Löffel essen kann, ja, es ist wirklich der Himmel auf Erden, endlich mal wieder was Süßes zu schmecken, was kühlt, es ist wirklich, ich kann das so empfehlen, für mich hat Wassereis, ich glaube, ich habe noch nie in so kurzer Zeit so viel Wassereis gegessen wie nach dieser OP. Es war einfach mega. So, die nächste Sache, auf die ich euch ein bisschen vorbereiten möchte, ist auf die Nacht. Ihr müsst irgendwie schlafen, ihr müsst irgendwie eine gemütliche Position finden, obwohl alles wehtut, obwohl alles dick geschwollen ist, müsst ihr eine gemütliche Position finden, um euch auszuruhen. Bedenkt, ihr könnt euch nicht hinlegen, beziehungsweise ihr solltet euch nicht hinlegen. Also eine gerade Fläche, wo man den Kopf so quasi, einfach auf derselben Höhe hat wie den Körper, das tut einem selber nicht gut. Man möchte in dem Moment auch gar nicht so liegen. Ich empfehle eine sehr aufrechte Position, also wirklich schon fast sitzend. Denkt dran, genug Kissen mitzunehmen, dass ihr euch ein bisschen mit dem Kopf anlehnen könnt, weil den Kopf zu balancieren die ganze Zeit über Nacht ist ein bisschen unangenehm und ungemütlich. Passt auch einfach, dass ihr euch den Kopf ein bisschen anlehnen könnt und wenn ihr aufrecht sitzen könnt, ist das in Ordnung. Die nächste Sache ist die Heimfahrt. Die Heimfahrt, ihr braucht auf jeden Fall jemanden, der euch begleitet. Nicht selber fahren, achtet darauf, dass irgendjemand da ist, der auf euch Acht gibt, der euch mal stützen kann, falls ihr nicht genau gerade gehen könnt und mal ab und zu euch irgendwo stützen müsst. So, und die letzte und fast die wichtigste Sache, die ihr auf jeden Fall nach einer Weisheitszahn-OP parat haben solltet, Kühlpads. Die sollen alle schon schön im Eisfach gewesen sein und nicht nur eins oder ein paar, was ja sehr empfehlenswert ist, wenn man 2 hat. Das hier habe ich mir immer so ans Gesicht gehalten, ja, damit mir das komplette, auch die Lippen und so weiter, wieder abschwellen. Kühlpads sind gut, damit die Schwellung ein bisschen weggeht. Deswegen solltet ihr am besten immer so 3 Paar oder 3 von diesen großen Dingern bereit im Kühlfach haben, damit ihr euch immer das passend austauschen könnt und eigentlich die ganze Zeit kühlen könnt. Ich habe so viel gekühlt, wie ich konnte. Es hat auch sehr gut getan, weil wie gesagt, es ist alles sehr warm, sehr dick und da tut so ein Eispad wahre Wunder, wirklich. Ach, und falls ihr kein Tuch oder irgendeinen Schal habt oder sowas, den ihr vielleicht opfern würdet, könnt ihr euch auch super ein altes T-Shirt nehmen, das auseinanderreißen, beziehungsweise auseinanderschneiden und oben das Ganze zusammenbinden. Und das Ganze könnt ihr euch dann um den Kopf drum legen. Und zwar genau so. Und dann legt ihr die Kühlpads einfach hier vorne rein. Ich kann euch das mal zeigen. Dann nehmt ihr die Kühlpads und legt euch die einfach. Oh Gott, ist das kalt. Oh. Und legt euch die Kühlpads einfach vorne rein und dann habt ihr die Hände frei und müsst nicht die ganze Zeit eure Hände an eurem Gesicht halten. So, ich hoffe, ihr seid die Glücklichen, die das Ganze schon hinter euch haben. Wenn ihr nicht zu den Glücklichen zählt, die das bereits hinter sich haben, sondern leider noch zu denen, die eine Weisheitszahn-OP erwartet, hoffe ich, dass meine ganzen Tipps und Vorschläge hilfreich für euch waren. Wenn ihr sie angewendet habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und falls die anderen, die schon die Erfahrung gemacht haben, wie also eine Weisheitszahn-OP ist, falls sie noch irgendwelche zusätzlichen Tipps oder Tricks haben, um das Ganze ein bisschen angenehmer zu gestalten, dann könnt ihr das natürlich auch alles gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich bin schon sehr gespannt, alles zu lesen. So, und morgen geht's wieder zum Training, beziehungsweise so weit, wie ich noch trainieren kann mit den Nähten hinten noch. Und wir werden uns natürlich gut vorbereiten auf die Show. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja, jetzt sitze ich hier. Ich möchte euch gerne erzählen, wie die ganze Geschichte ausgegangen ist. Ich nehme das schon mal vorweg, wir konnten nichts machen. Ich habe kurz nach der Aufnahme von dem Video Fieber bekommen, Grippe, Hals, also dann hat sich noch die Wunde von meiner Weisheitszahn-OP spät entzündet. Nach 4 Wochen nach dieser OP hat sich das Ganze nochmal entzündet. Ich habe nochmal ein richtig schön dickes Gesicht gekriegt, musste wieder kühlen, wurde quasi wieder zurückgeworfen.
Ja, und das Ganze war natürlich nicht sehr, sehr schön. Wir haben uns dann kurzerhand entschlossen, den ganzen Auftritt, die ganzen Auftritte abzusagen. Es hat einfach keinen Sinn gemacht. Ich war einfach so kaputt. Wir haben uns dann um Ersatz gekümmert. Ja, ich habe mir gedacht, ich nehme die Kamera natürlich immer schön mit zum Training mit, um euch zu zeigen, wie wir für die Show proben, ein paar schöne Aufnahmen zusammenzustellen und euch das dann irgendwie schön in Form eines tollen Videos zu präsentieren. Ja, dadurch, dass ich jetzt im Bett lag, zwangsweise, war das natürlich, ja, ist das natürlich so ein bisschen ins Wasser gefallen. Deshalb muss dieses Video jetzt schon ein Ende nehmen, aber ihr seht im Hintergrund, ein Turnier war wieder, und zwar wieder das Blaue Band der Spree. Über Ostern findet immer in Berlin dieses Blaue Band der Spree statt. Riesiges Turnier, was über 4 Tage geht. Oben rechts müsste hier sein. Oben rechts findet ihr auf jeden Fall jetzt auch nochmal einen Link zu dem Video von letztem Jahr, wo wir auch beim Blauen Band der Spree gewesen sind. Ja, die Kamera war natürlich wieder mit am Start. Ich habe tolle Aufnahmen zusammenbekommen. Sehr, sehr viele Aufnahmen. Und ihr könnt euch auf jeden Fall schon auf den nächsten Dance-Vlog freuen. Ja, für dieses Video muss es das jetzt schon wieder gewesen sein. Ich mache mich jetzt gleich an die Arbeit und schneide wieder am Video rum, damit ich natürlich schnell diesen Dance-Vlog euch zeigen kann. Bis dahin, bleibt gespannt, freut euch schon mal auf das nächste Video. Lasst ein Like da, abonniert, kommentiert, was auch immer. Und dann freuen wir uns gemeinsam auf das Berlin-Video 2018.